Ära des Wiederaufbaus. Nach Erzberger klingt das erst einmal nicht, sondern eher nach Zeitgeschichte, also nach Bombenkratern und Trümmerbahnen, nach Notsanierungen, architektonischer Experimentierfreude und allgemeiner nach dem Wirtschaftsaufschwung der 50er Jahre. Die Rede über Wiederaufbau, Reconstruction, Rekonstruktion findet sich aber zuhauf auch in den Quellen aus der Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Also aus jenen Jahren, die im Leben von Matthias Erzberger die letzten waren. In vielen Ländern Europas bestand handfester Bedarf an Aufbauarbeiten. Belgien wies schwere Schäden auf. Die berühmte Bibliothek von Leuven war hier nur die Spitze des Eisbergs. In Frankreich waren größere Teile der Landesfläche von Kriegseinwirkungen betroffen als im Zweiten Weltkrieg. Industriezentren und Städte wie Lille, Nancy und Reims waren großflächig zerstört. In Norditalien, auf den Gebieten des zerfallenden Habsburgerreichs, im entstehenden Jugoslawien und im neu gegründeten Polen mussten bisweilen Altstadtkerne, häufig ganze Dörfer und fast überall Infrastruktur wiederhergestellt werden. Die USA, unter anderem in Gestalt von Akteuren des späteren Marshallplans, wie dem jungen John Foster Dulles, beobachteten die Situation in Europa und nahmen bilaterale Kontakte zu einzelnen Aufbaugebieten auf. Also hier vielleicht ein paar Eindrücke, auch aus einem amerikanischen Archiv, interessanterweise von der Quaker-Bewegung, die sehr aktiv war in Aufbauunterstützung in Europa, als Eindruck für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die Geschichtsschreibung zur Weimarer Republik hat den ersten Wiederaufbau des 20. Jahrhunderts lange kaum beachtet. Ja, er erschien schlicht nicht als relevanter Gegenstand deutscher Geschichte. Das Gebiet des Deutschen Reichs war nur 1914-15 in Ostpreußen umkämpft. Die Schäden nach Bombardierungen im Südwesten blieben insgesamt überschaubar. Zur Erinnerung hier nur nochmal den Frontverlauf, einmal 1914, einmal 1917 auf dem europäischen Kontinent. Man erkennt, was man auch schon weiß, nämlich dass der Erste Weltkrieg im Wesentlichen kein Krieg auf deutschem Territorium war. Dass Deutschland trotzdem ein Reichsministerium für Wiederaufbau hatte, das von 1919 bis 1924 bestand und an dessen Spitze zeitweilig kein geringerer als Walter Rathenau stand, ist überhaupt erst seit einigen Jahren Gegenstand der Forschung geworden. Eine weiterhin diskutierte Frage bleibt, wie sich die Weimarer Republik im Wiederaufbau nach 1918 positionierte und wie sich der Bedarf an Aufbauarbeiten in den europäischen Nachbarländern verhielt zu der Forderung nach deutschen Reparationen. Vielversprechend scheint es bei der Bearbeitung solcher Fragen, die Weimarer Republik noch stärker aus dem sehr engen Korsett der Nationalgeschichte zu lösen und sie eben stärker in Fragestellungen der europäischen Geschichte einzubinden. Umgekehrt gilt aber auch, wer vom Wiederaufbau nach dem Ersten Weltkrieg redet, darf von Weimar nicht schweigen. Und niemand anders als Matthias Erzberger kann dazu einiges beitragen. Auf der Überfahrt Anfang November 1918 vom belgischen Spa ins Waldstück nahe Compiègne in Nordfrankreich hat der Erzberger die zerstörten Gebiete an der Westfront selbst in Augenschein genommen. Ich zitiere aus seinen Memoiren Erlebnisse im Weltkrieg. Auf der nächtlichen Fahrt kamen wir über Gies, das große Zerstörungen aufwies. Namentlich Flussbrücken und Eisenbahnbrücken waren stark beschädigt. Wir fuhren bis in die Nähe von Saint-Quentin, wo wir nachts gegen 1 Uhr in einem einsamen, durch die Beschießung schwer mitgenommenen Bauernhof ankamen. Nach einstündigem Aufenthalt wurde die Fahrt über Chaunay, das vollständig zerstört war, fortgesetzt. Kein einziges Haus stand mehr. Eine Ruine reihte sich an die andere. Beim Mondschein ragten die Überreste gespensterhaft in die Luft. Kein Lebewesen zeigte sich. Soweit Erzberger. Zurück in Berlin zählte er als Vorsitzender der Waffenstillstandskommission zu denjenigen Akteuren, die eine Beteiligung des Deutschen Reichs an Aufbauarbeiten intensiv erwogen. Und zwar vor allem an der ehemaligen Westfront, also in Belgien und Nordfrankreich. Und zwar durch die Entsendung von deutschen Arbeitskräften einerseits und die Lieferung von Baumaterialien andererseits. Realisiert wurden diese Pläne im vorhergesehenen Umfang nie. Das ist wichtig zu wissen.
Und gleichzeitig tut es relativ wenig zur Sache. Denn erstens kann von einer reinen Non-Story des deutschen Wiederaufbaus in Europa nach dem Ersten Weltkrieg nicht die Rede sein. Selbst wenn sich in den ersten Jahren nach Waffenstillstand meist das Misstrauen vor die Pläne schob. Das Misstrauen der anderen Länder, versteht sich. Vielmehr waren damals Ideen in die Welt gesetzt worden, die bis in die 30er Jahre hinein nachwirkten und sich nachzeichnen lassen und die bisweilen auch in konkrete Baumaßnahmen mündeten. Zweitens, und das soll uns hier noch mehr interessieren, beschäftigte Erzberger die Frage einer deutschen Beteiligung am Wiederaufbau ganz besonders. Und sie spielte auch noch einmal im Beleidigungsprozess gegen Helfferich eine Rolle. Eine deutsch-europäische Geschichte des Wiederaufbaus kann deshalb auch dazu beitragen, die, wenn man so will, Gretchenfrage der Erzberger-Biografik an einem neuen Beispiel oder an einem konkreten Beispiel neu zu diskutieren, nämlich die Frage, wie es der Politiker Erzberger mit der Wirtschaft hielt und was seine bekanntermaßen guten Kontakte in die Welt der Unternehmer für sein politisches Handeln, sein persönliches Schicksal und für die politische Kultur der Weimarer Republik bedeuteten. Tatsächlich ging die Idee einer deutschen Beteiligung am Wiederaufbau wesentlich auf Erzberger mit zurück. Erzbergers Politik für den Wiederaufbau überschreibe ich deshalb den jetzt folgenden ersten inhaltlichen Abschnitt des Vortrags. Ich zeichne darin Erzbergers Position im guten halben Jahr zwischen der Unterzeichnung des Waffenstillstands im November 1918 und der Ernennung zum Reichsfinanzminister im Juni 1919 nach. Seine Eindrücke von der nächtlichen Fahrt nach Compiègne nahm Erzberger mit ins revolutionsbewegte Berlin. Im ersten Halbjahr 1919 wuchs sich die von ihm geleitete Waffenstillstandskommission zu einer Art synchronem Schattenkabinett aus, das parallel zunächst zum Rat der Volksbeauftragten unter Ebert und dann zur Regierung Scheidemann bestand. Zusätzlich hatte Erzberger seit Februar 1919 im Kabinett den Posten eines Ministers ohne Geschäftsbereich inne. Über die Lage in den europäischen Nachbarländern beriet er sich noch vor dem Jahreswechsel 1918-19 mit Unternehmern und Gewerkschaftern. Als er sich Anfang 1920 im Helfferich-Prozess nunmehr als Reichsfinanzminister genötigt sah, seine persönlichen Kontakte in die Wirtschaft offenzulegen und ihm der vorsitzende Richter auch wegen des Wiederaufbaus befragte, gab er an, er habe sich Ende November, Anfang Dezember 1918 mit einigen Herren zu Gesprächen getroffen. Es waren dies Julius Berger, Inhaber des gleichnamigen Tiefbauunternehmens, Julius Berger Tiefbau AG, der Vorgänger übrigens von Bilfinger Berger, die bis weit ins 20. Jahrhundert bekannt geworden sind. Ferner waren es der sozialdemokratische Gewerkschaftler Hermann Silberschmidt, Josef Becker, Mitglied des Zentrums und Mitglied der Gewerkschaft christlicher Bauarbeiter, der Terrainunternehmer Georg Haberland, der als Inhaber der Berlinischen Bodengesellschaft zu den einflussreichsten Immobilienhändlern der Reichshauptstadt zählte, und schließlich Walter Rathenau, der vom Leitungsposten in der Kriegsrohstoffabteilung wieder in die Führungsetage der AEG gewechselt war. Ziel dieser Gespräche mit Erzberger sei es gewesen, Zitat Erzberger, Meinungen über die Durchführbarkeit der Wilson zugesagten Wiederaufbauleistungen einzuholen. Mit dieser Aussage vor dem Landgericht in Berlin-Moabit bezog sich Erzberger auf die deutsche Außenpolitik am Jahreswechsel 1918-19, die im Land eine regelrechte Kaskade an Erwartungen auslöste. Streng genommen beruhte es sich bei all dem auf einer Fehleinschätzung der amerikanischen Politik. Klaus Schwabe hat in seinem Grundlagenwerk Deutsche Revolution und Wilson-Frieden von 1971 aber auch gezeigt, wie weitreichend und letztlich dann auch wirkmächtig die Hoffnungen waren, die sich Deutschland mit dem 14-Punkte-Plan des US-Präsidenten machte. Und dass diese Hoffnungen vor allem auch nicht schwanden, als sich schon abzeichnete, dass Wilsons Plan so gar nicht umgesetzt würde. Jörn Leonhardt hat Wilson deshalb als Projektionsfigur deutscher Politik im Waffenstillstand bezeichnet. Was nun hatte Wilson gesagt, worüber sich ein deutscher Spitzenpolitiker im Winter 1918 mit einflussreichen Unternehmern und Gewerkschaftlern hätte unterhalten können?
Erzberger bezog sich auf die Passage des 14-Punkte-Plans, in denen Wilson die materielle Lage auf dem europäischen Kontinent kommentierte. Alle von den Mittelmächten besetzten Gebiete should be evacuated and restored, hieß es, mit Bezug sowohl auf West- als auch auf Südosteuropa. Davon, dass sich Deutschland am Prozess des Wiederaufbaus aktiv beteiligen sollte, war bei Wilson nicht die Rede. In diese Richtung wiesen erst die internationalen Diskussionen um die Reparation, die im Herbst 1918 einsetzten. Der amerikanische Außenminister Robert Lansing griff in seiner Note vom 5. November 1918 auf den 14-Punkte-Plan zurück und präzisierte, Zitat, dass Deutschland für alle seine Angriffe zu Wasser und zu Lande und in der Luft der Zivilbevölkerung der Alliierten und ihrem Eigentum zugefügten Schaden Ersatz leisten sollte. Zitat Ende. Daran ließ sich, wie bekanntlich geschehen, eine schier endlose Debatte anknüpfen um die Ansprüche der Siegermächte des Ersten Weltkriegs an das Deutsche Reich. Man konnte daraus aber auch, wie als ob man sich an einen Strohhalm klammerte, den Gedanken ableiten, Deutschland könne die absehbaren Reparationsforderungen zumindest anteilig in die handfeste Mitarbeit am materiellen Wiederaufbau ummünzen und dabei mehrere Probleme auf einen Streich lösen. Der Staat würde die Summe der Reparationen mindern, Unternehmen fänden Aufträge, arbeitslose Bauarbeiter kämen in Lohn und Brot und würden die deutschen Kriegsgefangenen gewissermaßen auslösen, die auf den Schlachtfeldern Räumungsarbeiten durchführen mussten. Schließlich, wie vor allem die Gewerkschaftsführer nicht müde wurden zu betonen, sei die gemeinsame Bautätigkeit auf den ehemaligen Kampfgebieten ein Beitrag zur Völkerverständigung. Im Kreis der Reichsminister vertrat Erzberger als Credo in der Reparationsfrage Zahlung nicht in Geld, sondern in Natura. Das ist ein Zitat von Erzberger aus einer Diskussion im Kabinett. In einer Debatte über Entschädigungsfragen im Kabinett Mitte März 1919 argumentierte er mit Bezug auf US-Außenminister Lansing, Zitat Erzberger, Note vom 5. November 1918 muss Grundlage unserer Taktik sein. In die Richtlinien für die deutschen Unterhändler bei der Pariser Friedenskonferenz, die Ende April 1919 in Berlin ausgearbeitet wurden, klang diese Position nach. Für die Lösung der Reparationsfrage nannten diese Richtlinien als Mittel der Wahl, Zitat, Wiederaufbau in Natura durch deutsche Unternehmen. Während das Kabinett noch diskutierte, beschritt Erzberger seine eigenen Wege. Mitte März 1919 entstand innerhalb der Waffenstillstandskommission eine Unterabteilung für Fragen des Wiederaufbaus. Titel des jetzt folgenden zweiten Abschnitts ist deshalb Wirtschaftsnähe der Waffenstillstandskommission. Ich betrachte darin die Schnittmenge von Akteuren aus Politik und Wirtschaft in der WAKO, wie die von Erzberger geleitete Kommission zeitgenössisch genannt wurde. Das Referat in der WAKO trug offiziell den Titel Referat für den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete Belgiens und Nordfrankreichs. Unter Regierungsvertretern und Behördenmitarbeitern wurde es kurz als Wiederaufbaureferat gehandelt. Die Leitung übernahm mit Dr. Karl Pfülf, ein junger Jurist ohne nennenswerte Vorkenntnisse, der über zwei Hilfsarbeiter verfügte. Seit Ende April 1919 ließ sich Pfülf regelmäßig von einer Handvoll Wirtschaftsvertretern beraten. Mit Julius Berger, Hermann Silberschmidt, Josef Becker und Georg Haberland waren vier von Erzbergers frühen Gesprächspartnern unter diesen Beratern. Folgt man dem Juristen und ehemaligen Mitarbeiter der WAKO, Edmund Mahewka, so verlief die Zusammenarbeit denkbar reibungslos. Mahewka gab 1928 im Auftrag des Auswärtigen Amts eine dreibändige und bis heute einschlägige Quellenedition zur Waffenstillstandskommission heraus. Die Einbindung von Wirtschaftsvertretern in den ersten staatlichen Planungsstab für Aufbauarbeiten in den westeuropäischen Nachbarländern sei zu aller Zufriedenheit verlaufen. Im Wiederaufbaureferat habe sich die Zusammenarbeit mit, wie es hieß, besonderen Sachverständigen als äußerst fruchtbar erwiesen. So standen bei der Frage der Gestellung von Arbeitskräften die beiden Gewerkschafter zur Verfügung, gab Kommerzienrat Haberland Auskünfte
bezüglich der Beteiligung Deutschlands an Hochbauarbeiten stand Kommerzienrat Berger für Überlegungen zu den Tiefbauarbeiten und lieferte Kommerzienrat Dr. Emil Guggenheimer Anregungen zur Lieferung von Maschinen und andere wertvolle Anregungen und Ratschläge. Bei Emil Guggenheimer aus dem Vorstand der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, also der MAN, handelte es sich um einen weiteren Wirtschaftsvertreter in der Waffenstillstandskommission. Er stand dem Wiederaufbaureferat beratend zur Seite und war aber hauptamtlich um den eher klassischen Bereich der Kommission bemüht, nämlich die Rücklieferung beschlagnahmter Maschinen nach Belgien und Frankreich. Dieses Referat innerhalb der Waffenstillstandskommission war eigentlich keine Abwicklungs-, sondern eine Anbahnungsstelle. Es setzte gar keinen konkreten Paragraphen des Waffenstillstandsvertrages um, da stand nämlich nichts von Wiederaufbau, sondern es lancierte ein potenzielles Querschnittsthema zukünftiger Politik. Als Vorbild dienten ihm weniger die Nachbarreferate in der Kommission, sondern eher Länder wie Frankreich, Belgien und Italien, wo zeitgleich nationale Ministerien für den Wiederaufbau entstanden. Im Deutschen Reich war die Republik zum Zeitpunkt der Referatsgründung erst wenige Wochen jung und ihre Vertreter warteten noch auf die Erlaubnis, überhaupt Unterhändler zur Pariser Friedenskonferenz zu entsenden. Mehr als die Einrichtung eines Referats in einer befristet angelegten Kommission schien vermessen. Seine Pläne richtete der Referatsleiter Pfülf aber durchaus auch in die Zukunft, wenn er schrieb, allein, Zitat, aus politischen Gründen könne Deutschland jetzt noch nicht mit einem Wiederaufbauministerium hervortreten. Auch wenn aus den Quellen nicht eindeutig hervorgeht und wohl gar nicht eindeutig hervorgehen kann, welchen Anteil genau Erzberger an der Auswahl der Sachverständigen hatte. Es dürfte hoffentlich deutlich geworden sein, dass er Wirtschaftsvertreter für geeignete Ansprechpartner in Fragen des Wiederaufbaus hielt und dass er sich dafür einsetzte, ihnen in der entstehenden Aufbauverwaltung Raum zu geben. Damit komme ich zum dritten Teil des Vortrags, in dem ich Erzbergers Verwobenheit in Fragen des Wiederaufbaus breiter kontextualisiere. Korruptionsverdacht in Krisenzeiten lautet die Überschrift dazu. Spätestens im Helfferich-Prozess zählten Erzbergers Kontakte zu Bauunternehmern zu den offenen Geheimnissen der Republik. Der Vorsitzende Richter hatte es sich zum Ziel gesetzt, eventuelle alte Bande zwischen Erzberger und der Julius Berger Tiefbau AG aufzudecken. Deshalb waren in Moabit auch die Berater der Wiederaufbaukommission vorgeladen. Die dünne Faktenlage ist rasch geklärt. Man darf Erzbergers Bekanntschaft zu Julius Berger als freundschaftlich oder mindestens wohlwollend charakterisieren. Im letzten Kriegsjahr saß Erzberger kurzzeitig im Aufsichtsrat der Julius Berger Tiefbau AG. Erste Kontakte reichten in die Vorkriegszeit zurück, als es beim Bau des Nord-Ostsee-Kanals zu Problemen bei der Bauausführung gekommen war und zu Streitigkeiten mit dem Kaiserlichen Kanalamt. Damals war Erzberger als Schiedsrichter aufgetreten. Belegen ließ sich die Vermutung von Vorteilsnahme im Amt oder vermeintlicher zu starker Nähe zu Berger im Kontext der Waffenstillstandskommission letztlich nicht. Offen blieb auch, ob Erzbergers Sondierungsgespräche am Jahresende 1918 als unverbindlicher Austausch zu werten waren oder ob sie den offiziösen Auftakt zur ersten Phase der Institutionalisierung der deutschen Aufbauverwaltung darstellten. Julius Berger erinnerte sich im Zeugenstand nur verschwommen daran, Zitat, im Januar oder Februar vorigen Jahres, es kann auch März gewesen sein, zum Mitglied der Wiederaufbaukommission berufen worden zu sein. Zitat Ende. Etwaige Zusammenhänge zwischen seiner Wahl und der Person Erzberger wollte er nicht gelten lassen. Der Helfferich-Prozess war Ausdruck der medial befeuerten Welle der Kritik, die aus Erzberger erst eine Hassfigur und dann ein Opfer politischen Mordens machte. Erzbergers Biografen haben die Geschichte dieses Radikalisierungsprozesses eindrücklich nachgezeichnet. Norman Dormeyer bezeichnet den Gegenstand des Prozesses als Grauzone von Politik und Wirtschaft und nennt dabei insbesondere Erzbergers Mitgliedschaft im Aufsichtsrat von Thyssen.
die Rüge des Richters, so Dormeyers Fazit, sei tief im Wertehimmel des Kaiserreichs verwurzelt gewesen. Hier habe eine autoritäre Vorstellung des Politikers als eines über den Parteien und den Bürger schwebenden Bürokraten zugrunde gelegen. Zu diesen geistigen Überhängen aus der Vergangenheit traten die Problemlagen einer Gegenwart, die eben wesentlich eine Ära des Wiederaufbaus war. Der Hass auf Matthias Erzberger speiste sich zu guten Teilen aus seiner Rolle als Unterzeichner des Waffenstillstands. Sie war es ja auch, die ihn zu einem der Protagonisten der Dolchstoßlegende erhob. Den Zeitgenossen war aber nur zu gut bewusst, dass sich die deutschen Erwägungen zum Wiederaufbau in den europäischen Nachbarländern überhaupt erst aus der Beendigung des Weltkriegs ergaben. Der zeithistorische Horizont, vor dem wieder aufgebaut werden sollte, war aus deutscher Perspektive auch der Horizont von Kriegsniederlage, notgedrungener Akzeptanz der Schuldzuweisung und zeitlich völlig unabsehbarer Pflicht zur Wiedergutmachung. Parallel zu den Planungen, die Erzberger und andere betrieben, brach sich deshalb auch die Kritik an den Modalitäten dieses Planungsprozesses Bahn. Die Begriffe, die sich dazu in den Quellen finden lassen, sind Aufbaugewinnler, Reparationsgewinnler, Hintertreppenpolitik. Sie belegen schon für die erste Jahreshälfte 1919, was seit 1921 in die Stimmungsmache gegen die Erfüllungspolitiker mündete. Zu der Befürchtung, dass Einzelne einen Nutzen aus den komplexen Bestimmungen von Waffenstillstands- und Friedensvertrag ziehen könnten, gesellte sich andererseits auch die Hoffnung auf eine massenhafte, ja gewissermaßen demokratische Beteiligung an den Baustellen entlang der ehemaligen Westfront. Diese Hoffnung war weit verbreitet und tief verwurzelt und sie wirkte vor allem auch sehr lange nach. Darauf zumindest deutet ein Bericht hin, den der Berliner Polizeipräsident im Februar 1923, da war Erzberger schon lange tot, an das Auswärtige Amt und ans Reichsministerium für Wiederaufbau sandte. Vor dem Arbeitsamt in der Gormannstraße in Berlin-Mitte seien drei arbeitslose und vorbestrafte Maurer durch unerlaubte Anwerbung von Arbeitskräften aufgefallen. Vor den Toren des Arbeitsamtes hätten sie damit geworben, eine Maurerkolonne zur Arbeit in Frankreich zusammenzustellen. Sie haben französische Passformulare verteilt und unbegründete Versprechungen über die Lohnverhältnisse in Frankreich gemacht. Windige Geschäftsideen also zu einer Zeit, als französische und belgische Truppen bereits im Ruhrgebiet standen und die sicherlich nicht mehr im Zeichen von Aufbauhilfe für Westeuropa aus Deutschland stand. Eine eigenwillige, wenn man so will, verspätete historische Fußnote zu Wilson, Lansing und auch Erzberger. Hoffnung hatte sich aber in den ersten Jahren nach Kriegsende man auch auf ganz anderen Ebenen gemacht, beispielsweise auf Ebene der Unternehmer. Einen Tag vor Inkrafttreten des Versailler Vertrags, 9. Januar 1920, gründete das Elektrounternehmen Siemens und Halske in Berlin die Siemens Bauunion, ein Tochterunternehmen für die Baubranche. Man brauche sie, so hieß es in der internen Korrespondenz des Unternehmens, um, Zitat, von den beim Wiederaufbau winkenden großen Aufträgen auch etwas hereinholen zu können. In der Folgezeit gab es die sogenannten Reparationsgeschäfte, auch wenn sie insgesamt immer dürftiger ausfielen als erwartet. Angesichts der scharfen Konkurrenz um öffentliche Aufträge war trotzdem immer mit Anfeindungen zu rechnen und nicht selten waren diese Anfeindungen antisemitisch grundiert. Und es ist mehr als eine Fußnote an dieser Stelle zu erwähnen, dass Julius Berger, der in den späten 20er Jahren mehrfach in Frankreich auf Reparationskonto baute, wie es damals hieß, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten aus seinem eigenen Unternehmen verdrängt wurde. Er und seine Frau Flora starben in Theresienstadt. Anlässlich von Möbellieferungen nach Frankreich hieß es noch 1920 im Sommer aus der Korrespondenz eines bayerischen Kaufmannsvereins, dass Aufträge von der Wiedergutmachungskommission vergeben worden seien. Und die Schlussfolgerung lautete, es liegt nahe, dass hier wieder die Judenhand im Spiele ist und den Rahmen auf Kosten des deutschen Volkes abschöpft. Also hier in diesem Zitat nochmal die enge Verquickung aus Wiederaufbauaktivitäten, realen oder vermeintlichen und
antisemitischen Vorurteilen und ja, antisemitischen Aussagen. Was sich aus den Diskussionen um den Wiederaufbau ergab, war eine Mischung der Themen und Argumente, deren Brisanz für die politische Kultur der Weimarer Republik man nicht zu gering insgesamt veranschlagen sollte. Internationale Marginalisierung als Nation der Kriegsverlierer, Zurückweisung einzelner Bauvorhaben im bilateralen Austausch, europaweit ein verbreitetes Misstrauen gegenüber der Idee deutscher Bauarbeiterkolonnen auf ehemaligen Schlachtfeldern, deutschlandweit wiederholte Enttäuschungserfahrungen, die resultierten aus der Verzögerungstaktik der Reichsregierung, weil niemand wissen konnte, wann nun dieses großartige Siedlungsunternehmen, wie der Wiederaufbau immer offiziell gehandelt wurde, überhaupt in Gang kommen würde, ob es überhaupt jemals dazu kommen würde, ließen sich auch nie gesicherte Aussagen darüber treffen, wann genau die vielen Handwerkerfirmen und Bauarbeiter, die sich immer wieder an die Waffenstillstandskommission und später ans Reichsministerium wandten, wann die überhaupt mit ihren Belangen zum Zuge kommen würden. Zusammengenommen hatte der Wiederaufbau deshalb das Potenzial zur Destabilisierung der Außenwirtschaft, aber letztlich auch der Innenpolitik. Erzberger selbst trat in Wiederaufbaufragen insgesamt nicht sichtbar genug in Erscheinung, um zur Zielscheibe genau dieser Kritik zu werden. Er war sich der Bedeutung des Themas aber durchaus bewusst. Dr. Pfülf, dieser Referent von Erzberger eingesetzt in der Waffenstillstandskommission, sinnierte im Mitteilungsblatt der Kommission jedenfalls schon im April 1919 über die Wiederaufbaufrage, die er für das deutsche Wirtschaftsleben für die nächsten Jahrzehnte wohl die wichtigste sei, in seinen Augen. Er gab aber auch zu bedenken, dass der Medienmarkt der demokratisierten Massengesellschaft diesbezüglich wenig sachdienlich sei. Denn eine Erörterung der Wiederaufbaufragen in der Presse, so Pfülf, hielt er aus politischen Gründen zurzeit nicht möglich. Also hier eher der Versuch, die Dinge unter der Hand zu lösen, der dann im Umkehrschluss wieder diese Kritik an der Hintertreppenpolitik der sogenannten befeuerte. Ich komme zum Schluss und fasse in drei Punkten zusammen. Sind erstens eine These zu Erzbergers Biografie, zweitens zur politisch-ökonomischen Gemengelage der frühen Weimarer Republik und drittens noch ein paar kurze Worte zur Aktualität und Historizität dieses Themas. Erstens, wenn Erzberger in den Worten von Andreas Biefang ein politischer Multifunktionär war, so lässt sich dieses Talent nirgends so gut ablesen wie an seiner Tätigkeit als Leiter der Waffenstillstandskommission. Die Dossiers waren so vielfältig, wie der Weltkrieg total gewesen war. Anhand der Frage des Wiederaufbaus zeigt sich, dass die Kommission nicht nur Abwicklungsarbeit leistete, sondern auch künftige Politik auslotete. Die Biografik tut folglich gut daran, den Erzberger der Weimarer Zeit nicht auf den Auftakt der Unterzeichnung in Compiègne und auf den fraglos wichtigen Part als Reichsfinanzminister zu fokussieren oder gar zu reduzieren, sondern die WAKO immer mitzudenken, nämlich in ihrem Verlauf als Wirkungsstätte von Erzberger und als Seismograph für die Verwerfung seiner Zeit. Zweiter Punkt, der Graubereich von Politik und Wirtschaft stellt Historikerinnen und Historiker immer vor erhebliche Probleme. Schließlich hinterlässt Korruption nur sehr selten Spuren im Schriftlichen. Was hingegen überliefert ist, sind die Vorwürfe, die sich aus der Vermutung der Kompromittierbarkeit oder Korrumpierbarkeit republikanischer Politiker nach 1918 ergaben. Die Bauwirtschaft erweist sich dabei als eine geeignete Sonde. Lebte sie in der Phase der Hochurbanisierung an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert doch zu einem guten Teil von Aufträgen der öffentlichen Hand. Als einschlägige Branche des Wiederaufbaus öffnet sie außerdem Perspektiven auf die Sachverständigenkultur der Weimarer Republik, die ja auch in der jüngeren Forschung zum Reichswirtschaftsministerium wieder stärker betont worden ist. Mit Blick auf den Wiederaufbau rücken Akteure wie Erzberger und später auch Rathenau in den Fokus, für die nicht zuletzt ihre Nähe zur Wirtschaft zum persönlichen Verhängnis wurde. Drittens und letztens lässt sich
aus Weimar lernen? Und falls ja, was? In letzter Zeit begegnet man dieser Überlegung ja regelmäßig in den Feuilletons und durchaus auch in der Geschichtswissenschaft. Dazu nur einige Gedanken, und wenn es eine analoge Diskussion gegeben hätte, hätten wir wahrscheinlich diese Fragen noch gemeinsam bei den Kaffeetassen vertiefen können. Lernen lässt sich meiner Ansicht, wenn überhaupt, nur die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen. Also solche Fragen, die Erkenntnisse über die Vergangenheit hervorbringen und zugleich Einsichten in die Gegenwart ermöglichen. Wenn wir heute in der vermutlich bislang tiefsten Krise der Nachkriegszeit stecken, nach dem Zweiten Weltkrieg, versteht sich diesmal, dann drängen sich vielleicht wirklich einige neue Fragen auf. Wie zum Beispiel steht es um den gläsernen Abgeordneten, den Dormayer schon 2013 im Vergleich zwischen Erzberger und der Gegenwart bemüht hat. In der Krise scheint er Hochkonjunktur zu haben. Jedenfalls legen die Debatten um das Lobbyregister das nahe. Neues Licht fällt dann umgekehrt auf die Frühphase der Weimarer Republik, also zum Beispiel auf die sogenannten Richtlinien betreffend das Verfahren zur Hinzuziehung von Personen des Wirtschaftslebens bei der Vorbereitung von Gesetzentwürfen und sonstigen Maßnahmen, die von Heidrun Homburg in ihren Forschungen zum Reichswirtschaftsministerium kürzlich zutage befördert wurden. Weiterhin sollte man vor dem Horizont 2021 nach der sozialen Macht der Medien fragen und nach dem Verhältnis von Berichterstattung und Meinungsäußerung als Gradmesser für öffentliche Erregtheit und Erregbarkeit. Die über jeden Verdacht erhabene Süddeutsche Zeitung lässt sich jedenfalls angesichts von Provisionen für den Verkauf von Atemmasken ganz unironisch zu Formulierungen wie Gierlappen und moralisches Totalversagen hinreißen. Im aktuellen Stimmungsbarometer der Republik gehört das allemal zumindest bedacht. Schließlich und letztens hat uns Corona wohl ein Stück weit die Einsicht in die Macht der Sachzwänge wiedergebracht. Es klappt nicht immer so, wie der Einzelne es will, und noch nicht mal so, wie alle es wollen, selbst nicht in der Demokratie. Sachzwänge können real sein oder als solche empfunden werden. In beiden Fällen fördern sie einen Entscheidungs- und Handlungsdruck, der sich in kurzschrittigem Aktionismus äußert und der auch auf Abwege führen kann. Aus historischer Perspektive kann es nicht darum gehen, politische Akteure kurzfristig zu verurteilen. Stattdessen bedarf es der genauen Kenntnis der Sache und der Gesamtschau der Zeit, um ihr Tun und Lassen angemessen zu beurteilen. Erzbergers Rolle im Wiederaufbau zu untersuchen, ist dafür vielleicht nicht die schlechteste Übung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.